Als Trägerin der EU-Ratspräsidentschaft hätte Deutschland gerade jetzt die Möglichkeit, die europäische Asylpolitik in einem Sinn voranzubringen, der des zweiten Artikels des Vertrags über die Europäische Union würdig ist. Da heißt es, die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit. Wenn die Mehrheit schweigt und das Böse triumphiert, wenn die Mehrheit schweigt. Das Böse triumphiert, wenn die Mehrheit schweigt. Danke. Auflösung des Asylsystems zu stoppen. Weiterhin das Recht auf Familiennachzug bestehen zu lassen. Die Evakuierung der überfüllten Lager und Kontrolle der Standards in den Lagern, eine menschenwürdige Unterbringung und Angebote von Bildung, medizinischer und psychologischer Betreuung. Because we dreamed of better lives, because we imagined building new cities, new farms. Aufnahmeverordnungen. Und wir fordern Herrn Seehofer auf, schnelle Aufnahme von Flüchtlingen unabhängig von einer europäischen Lösung.